Ja, meine Aufgabe heute ist es, sich am Garten zu erfreuen. Ihr wisst, wie sehr ich Erbsen liebe. Und das konnte man ja noch nicht sehen in den letzten Videos, was hier schon alles hängt. Wow, alles voll. Ja, meine Aufgabe heute dreht sich hauptsächlich hier rum. Das Tomatendach fehlt noch. Und da wartet so richtig was auf mich. Ich habe ja mittlerweile keinen Akkuschrauber mehr, deswegen muss ich binden. Ja, und habe da natürlich ein bisschen Material, werde aber auch von der Weide ein bisschen ja, Ressourcen zusammensammeln, absägen. Da, wo die Weide was hergibt, ich denke, da wird sich auf jeden Fall was finden. Und als erstes hole ich mir mal die Säge. Und mach mich auf die Suche, wo denn was weg kann. Ich schaue mir natürlich was Stabiles, Gerades aus und werde mich dann so gut das geht daran orientieren, weil so gerade, richtig gerade ist, ne? Ihr wisst, wie die Natur läuft. Immer wild und oh, es ist so schön. Ich habe das als Stöcker, ich habe die Weide als Stöcker in den Boden gepackt. Man sieht das auch dieses Jahr. Hier hab ich das auch nochmal gemacht. Hier mit denen. Ne? Hat es angenommen, wächst. So hier mit zur Weidenhöhle hoch. Ja. Und hier habe ich auf jeden Fall schon einen gesehen. Da, dieser Schnurgerade. Der ist auf jeden Fall über, wenn ich da mal von Weitem gucke. Ja, der kann auf jeden Fall weg, das ist der größte sogar. Den brauche ich an der Stelle gar nicht. Ja, dann mache ich mich einfach mal ran und hole mir das Holz, das ich brauche. Ja, ist auch ein schönes Stück Holz, würde ich mal sagen. Ja, ein bisschen hier, glaube ich. Ist eine Zuchtsäge, eine Astsäge. Ne, nicht drücken, wenn ihr sowas zu Hause habt. Auch wenn das dazu verleitet, mache ich auch immer mal wieder. Aber ich ertappe mich dann dabei und sage, hier, Nick, nicht mit mir. So, wie geht's weiter? Intuitiv. So, jetzt haben wir noch schon ein richtig schönes langes Stück Holz. Ist natürlich etwas länger als wir es brauchen, aber das mache ich mir so zurecht und vielleicht reicht es ja sogar. Doppelt? Nee, nicht ganz. Und zu Hause dachte ich mir, diesmal will ich irgendwie so ein bisschen was so stehen haben, was das Ganze fixiert oder wo ich das hier so zwischenpacken kann. Und das hat sich hier gerade angeboten, deswegen habe ich das so auch in der Art gewollt. So, Nummer 1. Ja, und das ist jetzt über. Kümmere ich mich drum, wenn ich mit allen durch bin.
Wo sind denn jetzt noch mehr? Da sind noch zwei. Gar nicht so verkehrt. Ich guck mal von außen, nicht, dass dann nachher was fehlt. So in der Optik, im Schutze. Nee, das bleibt. Also ich gucke gerade so ein bisschen, wie ich ausdünnen kann, ohne der Optik zu schaden und gleichzeitig sinnvoll Holz daraus zu gewinnen und zu verwerten. Ja, da gibt es einiges, was ich sehe, aber es ist dann eher so in dem Bereich. Da gehe ich jetzt mal hin und gucke. Ist hier noch was zwischen? Nein. Hier vielleicht auch nicht. Ja. Oh, das ist ein schönes Teil. Schick. Da habe ich jetzt hier von dem Dicken geredet. Ja, Weide ist so ein toller Holzlieferant. Wirklich tolle Geschichte. Hier ist auch noch so ein schöner Grader, der hier. Kann ich den entbehren? Den kann ich entbehren. Ja, dann ist das der nächste. Das ist auch ein schönes Stück Holz, was ich jetzt hier habe. So sieht das aus. Das sind so ungefähr 3 Meter, die ich da gewonnen habe. Also jetzt nur das Stück. Und hier vorne habe ich ja noch das andere. Das hier. Ja, das packe ich mal gleich dazu, würde ich sagen. Wenn ich hier so rumkomme, gar nicht so leicht. So, 2. Also 2 mehr möchte ich ganz gerne noch. Und den Rest, den hole ich mir dann hier von dem Haufen. Ich habe hier noch einige stehen, was sehr interessant ist. Ja, wollte ich aber nicht so gerne bei. Aber heute würde ich das. Ja, suchen wir mal weiter. Wo kann noch was weg? Schaue ich mal von innen. Ich habe auch ein bisschen länger stehen lassen. Hier ist doch bestimmt was bei. Was ist denn mit dem langen da? Der hat doch sowieso nicht so richtig Kraft. Den nehme ich als nächstes weg. Oh, der war sauber. Gleich hier zu rechts sehen, bietet sich gerade an. Thank you.
auch wieder so ein Eins, was ich da auf den Haufen tun kann. So, das sind doch schon mal drei. Ja, minimal lichter ist es schon geworden, das sehe ich. Aber so viel ist es auch nicht. Das hält sich in Grenzen. Was ist mit dir? Oder habe ich hier noch welche? So, ich schaue hier nochmal. Ja, das wären noch richtig tolle Holzlieferanten. Wächst ja jede Menge nach. Da werde ich gar nicht hinterherkommen mit Ausdünnen nachher. Gefühlt natürlich. Ich werde dem natürlich nachkommen, weil ich das auch klein halten möchte. So, jetzt sehe ich hier noch mal ein bisschen rein. Da ist durchaus noch einer, den ich wegnehmen möchte. Jetzt habe ich ihn. Das ist, wo ist er denn hin? Ach, das sah gerade nur so aus. Nee, der soll natürlich da bleiben. Ja, okay, ich habe mich verguckt. Ich würde sagen, damit fange ich doch jetzt erstmal was an. Und dann kann ich immer noch irgendwo was holen. Vielleicht reicht es ja so schon mit den anderen Sachen, die ich habe. So von den Größenverhältnissen ist da ja schon einiges machbar. Ich hab, wenn ich jetzt so mal das angucke, so, ich glaube, das reicht sogar schon. Cool. So, jetzt fehlt mir noch ein bisschen was zum Anbinden. Da habe ich natürlich was da. So. Einmal kicken. Das nehme ich mit. Oh, hier ist was richtig Gutes. Ja. Da habe ich jetzt die vier. Nehme ich einfach mit. Auf geht's. Ach so, was zum Schneiden, ne? Hier ist eine Schere. Ups. Gar nicht so leicht mit einer Hand. Das entwickelt sich ein bisschen anders als gedacht. Nehme ich doch mal hier den Eimer. Na gut, das war auch zu früh gefreut. So, ich habe mir jetzt meine Sachen zusammengesucht. Mehr brauche ich nicht. Und jetzt werde ich mir das da so zurecht machen, dass nachher da das Dach aufkommt. Jetzt hier so ein bisschen vor, das Dach soll dazwischen wieder runterhängen. Wer es aus dem letzten Jahr kennt, weiß, was ich meine und was hier auch wieder kommt. Und sonst mal meine Doku-Serie weiter gucken, zurück ein Jahr. Ja, der hier ist ein bisschen krumm und hier eigentlich auch eine gute Geschichte. Das werde ich mal so ein bisschen hier rüber machen. Na komm schon, Hebelkraft. War nicht so clever, war zu kurz der Hebel. So sieht es hier jetzt aus. Soweit fest. Ja. Und wenn es auch erstmal provisorisch sein sollte, kann man immer noch nachbessern. Aber für den Moment ist es mal wichtig, dass hier endlich das Dach aufkommt. Ne? Ja. Und dann alles mal ein bisschen Zuwendung. Aber an sich sieht es ja super aus. Ne? Oh, so schöne Eckchen hier.
einmal aus der Ferne gucken, wie das so aussieht. Wenn ein bisschen Holz übersteht, eigentlich finde ich das ganz cool. Kann ich ja immer noch absägen. Ja, spannend. Ja, so das nächste Teil. Das soll ja irgendwie da in der Mitte fest. Ja, aber hier ist es nicht so. Das ist jetzt das Problem, weil ich nichts zum Fixieren habe, dass sich das wegrollt, wie es sich wegrollen möchte halt eben. Ja, wie sieht es da vorne aus? Ja, dann machen wir erstmal die Seite. Das ganze Geschichtchen hier. Mache ich nochmal raus. Sieht so aus. Also hier könnt ihr sehen, relativ gerade von der Seite, dass es eine Höhe hat, weil ich hier halt ein bisschen was auslegen möchte. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Ich habe doch die Kapuzinerkresse ein bisschen getroffen. Hier ist echt alles voll. So schön. Irgendwo sind auch noch Tomatenpflänzchen, aber ich glaube, die haben es nicht leicht hier auf der Ecke. Aber es macht auch nichts. Ich habe genug. Da kommt eine durch. Wunderbar. So, aber jetzt machen wir das hier erstmal fest. So. Das sollte reichen schon. Noch einen zweiten hinterher. So, dann machen wir einen langen Schritt. Fast. So, einer ist fest und der andere nur auf der anderen Seite. Ja, jetzt habe ich die Rolle dann weggeworfen. Ja, das sind so Sachen, typisch Lars gerade. Vier. Oh. So, großen Fuß. Nochmal. Oh, Tomatenpflänzchen, tut mir leid. So, also hier bin ich noch nicht ganz fertig. Das darf hier auch noch irgendwie fest. Ja, aber das ist ganz leicht. Ich habe mir noch was abgeschnitten. Schön. So habe ich mir das vorgestellt mit Verwindungssteifigkeit. So, und hier unten ist es echt eng geworden. Tut mir leid, ihr lieben Pflänzchen. Das mache ich wieder gut. Also ich habe auf jeden Fall totale Schwierigkeiten, das zu koordinieren mit dem Stativ und Umstellen und alles. Richtig stressig diesmal. Das bin ich noch nicht gewohnt, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber immerhin konnte ich mal so ein bisschen praktisches Video mal wieder mit einbringen. Und fühle mich hier so ein bisschen rum. Ne? Also mit dem Holz hier vorne bin ich noch nicht zufrieden. Das muss jetzt aber auch nicht fertig. Ein Anfang ist getan. Mein Akku ist erschöpft. Deswegen... Ja, ich muss ja nach wie vor Step by Step machen und jetzt soll es gut sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch das gut gehen. Bleibt im Licht und in der Liebe. Bis zum nächsten Mal.